Gartenhäuser. Meter über Null, nicht über Grund, sondern über Null. Also wie vorher gesagt, wir kreuzen jetzt hier die Elbe. So, wir haben hier 36 km/h drauf, sind auf 325 Meter und fahren in Richtung Nordwesten. Nordwesten wäre natürlich gut, weil dann liegt nordöstlich dieses Militärgebiet. Ja? Dann sind wir also gut. Und 36 km/h sind vorhergesagt. Erstmal die Fahrt. Alles andere kommt dann. Wir setzen über die Elbe.
nebenbei als Info, meine Mutter sitzt mit 84 Jahren im Altersheim und guckt uns jetzt zu, wie wir die Ballonfahrt machen. Ja? Über Glimse. Sie sieht jetzt, dass wir gerade über der Elbe stehen. Das ist die Glimse hier. Ne? Da kann man dann immer sehen, wo ich bin. Ja. Wenn er eine Glimse hat und mir zeigt dann einen zweiten Pfeil, da sehe ich, wo er ist. Da fällt das Verfolgen natürlich rein. Wen es interessiert, hier haben wir die Daten, 36 km/h, das ist die Höhe und da geht es in Windrichtung, also Nordwest in Richtung Fahrtwind. Hotel Sierra Tango für US3, wie vorher gesagt, Richtung Möckern, grobe Richtung Möckern. Mit 35 km/h, 36 km/h.